auf so einen Finger. Das ist halt so ein typisches Bello-Produkt. Einfach, guck mal. Boah, es ist Killer. Aber es sieht halt schon auch jetzt nicht so schön aus. Guck mal. Okay, Freunde, sowas in der Form haben wir bisher jetzt noch nicht wirklich groß gemacht, aber ich habe echt ultra Bock drauf, weil wir haben ziemlich crazy Sachen bestellt, die wir auf TikTok entdeckt haben. Lange würde ich gar nicht fackeln, es sind teilweise Sachen dabei, die wir echt, wenn sie funktionieren, extrem geil in der Wohnung brauchen können. Und wir starten mit dem Kühlschrank Bewegungsmelder. Gleich schon mal vorweg, am Ende des Videos könnt ihr die Sachen, die wir danach jetzt nicht behalten, bekommen, also bleibt dran. Das erste Video, wie gesagt, es ist quasi so ein Bewegungsmelder, den man normalerweise im Kühlschrank drin hat und den kann man sich hier eben als separates Ding dann auch in andere Schränke reinbauen. Da haben wir das gute Stück und zwar nicht nur ein, sondern direkt ein paar. Ich merke schon, das ist wahrscheinlich erstmal gar nicht so leicht, die überhaupt gescheit zu installieren, aber wir probieren es einfach mal. Junge, das ist die süßeste Batterie, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Das ist, boah, ich finde die viel geiler als diese flachen Batterien. Ich finde diese flachen Batterien, die stressen mich immer. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe immer Angst, dass die halt dann irgendwann leer gehen und dann alles kaputt ist. Aber guck mal, Innenleben hier auf jeden Fall Hightech. Das ist so einfach so ein Kabel. Viren geht es darum, Löffel schnell. Ah, look at these. Geil, ja Hammer, okay. Technisch auf jeden Fall schon mal einwandfrei. Lass mal zum Schrank gehen. So wie es im Video aussieht, muss jetzt hier diese Schraube rausgemacht werden. Das ist nicht so ganz, wie es im Video gemacht. Sollte an sich auch kein Problem sein. Das hält auf jeden Fall schon mal. Ja, okay. Jetzt ist hell. Und jetzt ist dunkel. Wir haben es natürlich ein bisschen hingepfuscht, einfach mal nur um zu gucken, ob es funktioniert. Aber so an sich ist es ja echt eine coole Sache. So. Also hier könnte man einen reinbauen. Hier so ein Badezimmerschrank. Ist auf jeden Fall auch chillig. Gerade nachts zum Beispiel, wenn man irgendwie dann was braucht. In die Mikrowelle könnte man es selber. Oh, da ist schon Licht. Also für die Gläser ist es voll auf Hightech, so dass dann alles leuchtet. Und ein paar von dir haben. Das nächste ist richtig abartig. Also es mag ja Menschen geben, die das irgendwie fühlen, aber ich finde es einfach wirklich nur abturn. Also ich finde es wirklich richtig, richtig unangenehm. Ich kann verstehen, dass es so diesen ordentlich satisfying Charakter hat. Boah, ich habe gar keinen Bock, es auszuprobieren. Junge, schreibt mal in die Kommentare, Leute, ob ihr sowas in irgendeiner Art und Weise wirklich auch irgendwie so nicely positive findet. Also ich kann irgendwie so schon die Satisfaction verstehen, das bei sich selbst zu machen und kann demnach auch verstehen, dass es quasi so durch dieses Ding hier so ein bisschen abstrahiert wird und dadurch aber... Das ist einfach unangenehm, oder? Im Lieferumfang enthalten ist auf jeden Fall dieser Klotz hier, der ist auch echt schwer. Schwerer als ich dachte. Also der ist echt massive so. Und irgendwie ist halt schon echt interesting material, muss man schon zugeben. Dann einfach wirklich diese Flüssigkeit, Pimple Picker. Die halt wirklich, alter Junge, die sieht halt nach allen möglichen Körperflüssigkeiten aus. Junge, ist das unangenehm. Und dann halt wirklich diese Pipette hier einfach noch. Die, ja, es hat eine Pipette, super cheapo, aber wir gucken einfach mal, ob das jetzt halt wirklich in der Praxis dann auch genauso funktioniert wie... Das funktioniert, ja, sowas von... Ich hab so einen Finger! Boah, krass, ich find's so, so viel unangenehmer, als ich dachte. Ich mach noch ein, zwei, aber ich glaube, dann packe ich das Ding auch weg. Ah. Es wird wieder zurück reingezogen, hast du es gesehen? Ist das einfach ein Stück Mensch, oder? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das ist dann auch eins der Produkte, was wir am Ende bekommen können. Das nächste Produkt ist aber überragend, aber dafür musst du mir auf jeden Fall ganz kurz die Hände waschen. Okay, wie gesagt, ich habe große Hoffnungen in das nächste Produkt. Auf jeden Fall echt auch stabil auf TikTok unterwegs. Und wie gesagt, man sieht einen Avocado-Schneider, der drei verschiedene Funktionen gleichzeitig abdeckt. Und vor allem halt dieser Kern rausnehmen, weiß nicht, Greife. So, erstmal Reife-Check. Perfekt, der Bobble fällt perfekt raus. Ich liebe Avocado über alles. Ich esse an sich jetzt nicht so häufig Avocado, weil ich immer so ein bisschen will, dass es ein Highlight für mich ist. Und normalerweise bin ich auch immer großer Fan von diesem Messertrick, quasi so das in den Kern reinzuhauen und dann so zu drehen und fühle mich dann immer cool. Aber wenn man ganz ehrlich ist, dann funktioniert der immer nur so 66% der Zeit ungefähr. Deswegen schauen wir mal, ob wir damit besser vorankommen. Geil, Alter. Mit legitim Grip und so, der fühlt sich richtig hochwertig an. Oh, das ist ja nochmal ein bisschen anderer auch. Finde ich, sieht sogar nochmal echt viel nicer aus, sogar als der im TikTok. Der hat nämlich hier so diese Dinger. Da hatte hier nochmal so ein schönes Messer am Ende, was quasi nicht so komisch hier an der Seite rauskommt. Finde ich sehr nice. Dann starten wir einfach mal und gucken, ob das Ding taugt. Scharf genug ist auf jeden Fall schon mal das Messer. Das war irgendwie erstmal so mein größtes Bedenken eigentlich. Boah, ich hab's geschafft, dass die oben die Linie genau die Linie wieder trifft. Oh, Junge, was für ein Flex, wie perfekt ich das hinbekommen habe. So, normalerweise würde ich jetzt den machen. Aber dafür haben wir jetzt halt diesen Innenbereich, um den Kern hier rauszubekommen. Das heißt, wir machen das so. Ja, satisfying, Digga. Überragend. Das ist ja der Übershit. Geil, 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 geil. Einfach nur strong. Ah, nur ein Problem gibt's. Und zwar, wie kriegt man den Kern wieder aus dem... Ah, dafür ist dieses Loch da hinten da. Auch Genius. Die haben echt alles bedacht. Krass, wurde auf jeden Fall ausgiebig getestet. Und jetzt der letzte Teil des ganzen Tests. Ob man auch wirklich hier richtig geil die Avocado dann so in Stücke schneiden kann. Und yes. Gut, gegen Ende habe ich ein bisschen verkackt, aber soweit kann sich das doch eigentlich voll sehen lassen. Das ist richtig geil. Dieses Produkt ist gut. Das nächste Produkt nennt sich Switchbot und ich muss sagen, ich habe echt nicht sonderlich viel Hoffnung in dieses Gerät. Es ist was nützlich sein könnte. Es ist einfach so ein kleines Gerät, was man an seinen Lichtschalter dran klebt und dann kann man das mit seinem Handy verbinden und das schaltet dann so manuell, also quasi physisch, den Lichtschalter aus. Die erste Dummheit ist natürlich direkt, dass man es halt dann quasi einfach nicht mehr anschalten kann mit diesem Ding, sondern wirklich nur ausschalten kann. Und dann auch einfach so in dem heutigen Smart Home Zeitalter ist es halt einfach so stupid, nicht einfach direkt irgendwie sich halt einfach so Hue Lights oder sowas reinzumachen. Ah, okay, und es kann nicht nur quasi
quasi dein Licht ausswitchen, sondern hinten wird zum Beispiel erläutert, dass man es auch an die Kaffeemaschine machen kann zum Beispiel oder an seinen Computer, um seinen Computer irgendwie extern anzuschalten. Ah, man kann das Ding auch programmieren, dass es quasi so Schedule-mäßig dann einfach irgendwas ausschaltet und es kann bis zu 600 Tagen benutzt werden. Okay, also es klingt ja alles schon mal ein bisschen besser. Es kann mit Alexa, mit Siri, mit Google Assistant. Okay. Hier ist noch der Klebstoff mit dabei. So, so haben wir es, glaube ich, sogar schon aktiviert. Okay, so, wie kriegen wir das ganze Ding jetzt abgesettet? Das ist erstmal die erste große Frage. Keinen Knopf an dem Ding. Step 1 ist erstmal App Store. Dann das schönste Geräusch in der gesamten Welt von digitalen Sounds. Boah, da müssen wir einen Account erstellen. Das finde ich auf jeden Fall belastend. Und dann ist es halt einfach das, die einzige Sache, die es halt macht. Das ist einfach diese eine Bewegung. Deswegen denke ich mir so, einen Account erstellen, dass es diese eine Bewegung macht, ist halt irgendwie voll doll. Aber jetzt gucken wir mal, ob es wenigstens quasi in der Praxis komplett funktioniert. Muss ich halt jetzt entscheiden, möchtest du das Licht aus- oder anmachen können? Eigentlich eher aus. Weil wenn du hochgehst, machst du es ja eh an. Aber wenn du dann schon unten bist... Warte mal ganz kurz. Lass mal so, wenn wir schon dabei sind, dann lass es mal echt mal im Schlafzimmer machen. Weil das ist ja auch wirklich genau die Art und Weise von Nutzung, die anpreisen damit bei dem ganzen Marketing. Das ist ja wirklich eine Situation, die kennt jeder und die nervt immer, wenn man aufstehen muss, um den Lichtschalter auszumachen. Ah doch, das könnte funktionieren. Okay Leute, Moment of Truth. Okay, das ist wirklich witzig. Ja, dann leg ich doch mal ins Bett. Der kann dann wirklich einfach nur die eine Sache. Ah, geil, Alter. Heute ist ein richtig chilliger Evening, Alter. Gerade geblinkt, Alter. Jetzt aber erstmal fett pennen, kein Bock auszustehen. Ah, zum Glück hab ich den Mod. Es war so dumm, aber yo, der war 100% da. Ein Problem hat mich in letzter Zeit wirklich immer so die ganzen letzten 2-3 Wochen schon regelmäßig irgendwie ein bisschen genervt. So komplett First World Problem mäßig. Aber dieses TikTok bzw. dieses Produkt könnte wirklich die Lösung dafür sein. Und zwar ist es eine Lampe, die für den Rucksack gedacht ist, die man quasi da reinmachen kann und dann kann man einfach in seinem Rucksack dann halt so Licht anmachen. Sieht an sich, finde ich, irgendwie so ein bisschen wie was aus, was beim Zahnarzt hängen könnte. Okay, funktioniert Plug and Play, man muss hier keine Batterien reinmachen oder sonst irgendwas. Ist letztendlich einfach halt so ein Schnürchen, was leuchtet. Und hiermit kann man sich das dann sogar auch noch irgendwo hin befestigen. Hier oben ist noch so ein kleines Loch quasi neben dieser Halterung. Es hat quasi einmal diese Halterung und dann noch oben dieses Loch. Und jetzt zeige ich euch mal, wo ich das bei mir sehe. Und zwar haben wir letztes Jahr so ein bisschen mehr Ordnung und Struktur in die ganze Wohnung hier reingebracht und haben hier diese schwarzen Dinger besorgt, wo unter anderem zum Beispiel auch einfach so Musikequipment und sowas drin ist. Hier sind jetzt so Kopfhörer und sowas. Und wenn ihr den Film da mal rein, man sieht ja, es ist fast alles schwarz. Es sind schwarze Kabel, schwarze Kopfhörer, irgendwie so schwarze Taschen und sowas. Und ich hatte wirklich schon locker 5, 6, 7 Mal so den Moment, wo ich so voll gestresst war und dann sagte so, oh Mann, Alter, ich erkenne hier gar nicht so WTF. Und demnach ist es, glaube ich, halt wirklich saugeil, wenn man das jetzt hier so drin hat. Und dann ist man zum Beispiel so im Modus, so, boah, man muss jetzt irgendwo hin, Musiksession, keine Ahnung, man braucht schnell dieses genau eine Paar Kopfhörer. Dann geht man so hin. Boah, es ist Killer. No shit, lass 4 von den Dingern holen. Auf jeden Fall für die oberen Dinger hier. Geil. Aber einfach nur, dass wir es auch mal getestet haben. Dass einmal gerade so in den normalen Gebrauch schauen, in zum Beispiel einer Bauchtasche oder so. Gut, da finde ich es halt ein bisschen witzlos, weil irgendwie, ja, funktioniert auch. Macht auch da Licht. Okay, aber auf dem Weg hoch haben wir jetzt gerade nochmal nachgeguckt und dieses Ding kostet einfach 20 Euro. Das ändert den ganzen Case auf jeden Fall, weil dafür ist es einfach wirklich viel zu teuer. Wenn man aber vielleicht eine bisschen günstigere Version davon findet, dann würde ich sagen, empfehlenswert, sonst nicht. Alle Produkte bisher, würde ich sagen, waren halt irgendwie an sich maybe cool und maybe auch nützlich, aber... Das nächste Produkt ist wirklich für uns lebensnotwendig. Nee, aber das nächste Produkt, wenn das funktioniert, dann ist es wirklich der Überwind. Dann hat sich wirklich dieses gesamte Video einfach nur deswegen gelohnt. Und zwar hier dieser Pflanzensensor, der einem dann quasi anzeigt, wenn die Erde ein bisschen zu trocken ist und wieder gegossen werden muss. Vielleicht habt ihr es gesehen, wir haben jetzt dieses Jahr mal gesagt, okay, lass ein paar Pflanzen besorgen. Und da hinten so ein Kaktus und so, der geht klar. Und dann haben wir daneben eine Pflanze, die auf jeden Fall inzwischen echt sehr dry ist. Die da hinten sieht auch nicht mehr so happy aus. Und wenn dieser Sensor uns jetzt halt wirklich quasi signalisiert, wann das ganze Ding zu gießen ist, dann bringt es uns sehr viel. Das ist auch wieder so ein bisschen ein anderer Sensor, weil wir jetzt 1:1 genau den jetzt nicht gefunden haben, aber Junge, der hier sieht auf jeden Fall sau legit verpackt aus. So legit, dass ich ihn irgendwie nicht mehr aufbekomme. Oh nein, auch wieder mit irgendeinem Login. Hey. So, wieder ab in den App Store. Ich mache jetzt mal eben ganz schnell diesen ganzen Sign-Up-Prozess. Okay, Anmeldung wäre geschafft. Man kann jetzt auch in dieser App seine Pflanzen eintragen, damit die App dann logischerweise einem genau sagen kann, wie oft man die gießen muss und so. Da habe ich jetzt einmal gerade gegoogelt und das hier ist auf jeden Fall diese Pflanze. Da kann man sich auch alles Mögliche über die Pflanze durchlesen und demnach dann eben auch ja, sich belehren darüber, was es so an Pflege braucht. Oh, okay, und jetzt kommt direkt eine Notification, Low Battery Alert. Das ist natürlich ein bisschen unschön, dass die mit einer leeren Batterie hier ankommt. Wir hoffen mal, dass die jetzt nicht ganz leer ist und dass es mit der zumindest mal ein bisschen funktioniert. Direkt, wenn man dran fasst, geht die Soil Fertility so komplett nach oben. Also die Feuchtigkeit meiner Finger liegt bei irgendwie 20. Ja, das ist auf jeden Fall richtig embarrassing und richtig self-exposing, aber hier ist auf jeden Fall schon so richtig viel brown Leaf-Zeug dran. Aber wir gucken mal, ob wir das dann wieder regeneriert bekommen. So, das steckt jetzt da drin. Aber ja, auf jeden Fall hier ist Soil Moisture 28%. Das liegt genau in der Mitte. 15-60% ist anscheinend irgendwie healthy. Okay, und da bekommen wir jetzt dann so Benachrichtigungen, die dann irgendwie sagen, gieß jetzt. Sollen wir jetzt mal gießen und gucken, ob es hochgeht? So ein bisschen zumindest? Mhm. Wir gießen einfach mal jetzt gerade und schauen, ob sich die Werte verändern. Und ja, oh ja, direkt
Okay, krass, die Soil Fertility explodiert ja förmlich. Krass, Alter, boah, wie satisfying ist es mal wieder so Zahlen zu sehen, die schnell nach oben gehen. Die Moisture ist jetzt bei 42 und die Soil Fertility pendelt sich jetzt irgendwo ein. Aber ich glaube, bei dem Produkt müssen wir ein bisschen langmäßiger testen. Also da werden wir irgendwann vielleicht mal ein Update in der Insta-Story geben oder so. Und eine weitere Sache haben wir jetzt noch, die auch wirklich, gerade jetzt in unserem Kontext hier in unserer Wohnung, wirklich so geil wäre, wenn die funktionieren würde. Es handelt sich um ein Gerät, was quasi so diesen Effekt von öffentlichen Türen hat, was die Türen wieder automatisch zuzieht. Und der Punkt ist der, wir haben halt Rocket und ja, er ist eine Katze, er hat halt ein Klo, das Klo steht halt in einem Raum und immer, wenn er sein Geschäft erledigt, dann bemerkt man das halt logischerweise im Rest der Wohnung und es wäre halt voll geil, wenn man das irgendwie so hinbauen könnte, dass immer, wenn Rocket halt dann quasi rausgeht irgendwie, es dann irgendwie wieder zugeht, also irgendwie macht es glaube ich nicht so ganz viel Sinn. Aber spannend zu wissen, ob es funktioniert, wäre es ja auf jeden Fall erstmal. So, wir haben hier auf jeden Fall, okay, das ist auf jeden Fall komplett unelektronisch, da muss man wahrscheinlich nachher keinen Account für machen, geil. Ach, warte mal, es ist jetzt so simpel, dass man es einfach nur hier einhaken muss? Das wäre ja mega nice, so simple Installation finde ich immer Todes. Das wirkt tatsächlich gerade mega chillig. Das hier ist der berüchtigte Raum. Hier unten befindet sich jetzt Rockets Klo. Und was halt geil wäre, wenn man das jetzt so bauen könnte, dass es halt quasi immer irgendwie auf so eine Größe zugeht. Da kann Rocket dann noch durch, aber es ist einfach geil, als würde es jetzt einfach die ganze Zeit offen stehen. So ungefähr. Lass es erstmal dran machen und dann können wir immer noch die Größe, die Stärke adjusten. Das ist auch irgendwie so eine simple Idee. Also die könnte wirklich geil sein. Wir haben ja quasi jetzt fast schon den perfekten Abstandszustand. Für unseren Fall wollen wir ja nicht, dass sie ganz zugeht, damit Rocket noch rein kann. Aber perfekt. Dass sie mit dem eigenen Schwung sich da quasi rauslöst, ist halt mega dumm. Aber das könnte man ja irgendwie lösen, indem man es einfach anklebt. Das ist halt richtig dumm. Das ist halt so ein typisches Billo-Produkt. Einfach, guck mal, so und dann einfach ist man dann so, lol. Okay, wir müssen auf jeden Fall generell das Ganze hier noch ein bisschen optimieren für unseren Bedarf. Aber so an sich ist Fazit auf jeden Fall, dass die Mechanik funktioniert. Die Idee ist grundsätzlich irgendwie solid. Umsetzung ist in dem Fall, finde ich jetzt irgendwie noch nicht so geil. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir es bald wieder abmachen. Aber das bringt uns zu unserem letzten Produkt und zwar dem Robot Artist. Also da bin ich jetzt auf jeden Fall wirklich gespannt. Das ist offenbar ein Roboter, der halt irgendwie so Sachen zeichnen kann. Es sieht halt sehr nach Kinderspielzeug aus. Aber wer weiß, vielleicht ist es quasi auch besser als jeder Fiverr Artist. Funny aussehen tut es auf jeden Fall. Das hier vorne sieht mir schon sehr stark nach einem Cam aus. Muss damit trackt wahrscheinlich irgendwie so die Bewegungen, die es dann irgendwie macht. Ja, ja, das ist halt der ganze Spielzeugpart. Hier sind halt irgendwelche Karten mit dabei. Und hier sind die Stifte, mit denen er arbeitet. Und muss ihn erstmal zusammenbauen. Das ist natürlich. Ah, magnetisch. Das ist natürlich ein richtig easy Setup. Und dann macht man das hier so rein und hat das ganze Ding auch schon installed. Hier sind jetzt irgendwie so ein Haufen Bilder oder sowas drin. Wir machen erstmal Setup. So, wir haben jetzt ein großes Papier besorgt. Wir haben alles soweit installiert und uns grob mit dem ganzen System vertraut gemacht. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall diese Karten. Wir haben auf der einen Seite einen QR-Code und auf der anderen Seite dann jeweils immer ein Bild. Und die Systematik von dem Ding ist anscheinend so, dass man den QR-Code halt hier vor dieses Auge hält und dann zeichnet er hoffentlich das Symbol. Schauen wir mal. Ja! Das war doch ein gutes Geräusch. Jetzt schauen wir mal, ob er uns eine Blume malt. Ja! Tatsächlich. Das ist halt echt schon ziemlich faszinierend, muss man sagen. Jetzt kann man das so nachmalen, oder was? Das ist quasi so für Eltern, die keine beschäftigt Zeit sind. Haben, um mit ihren Kindern genau, zu malen. Das ist so für Eltern, die einfach keinen Bock haben, mit ihrem Kind abzuhängen. Stellen diesen Roboter hin. Aber es sieht halt schon auch jetzt nicht so schön aus, guck mal. Es ist schon funny zuzuschauen, auf jeden Fall. Jetzt hat er wieder aufgehört, das heißt, wir müssen wieder nachdrücken. Er sieht immer, dass er die Punkte wieder verbinden muss. Das sollte ein Kreis sein, guck mal. Das ist der Kreis in der Mitte. Das ist einfach so eine kleine Zacke oben. Vielleicht ist er aber bewusst so programmiert, dass quasi die Kids, die mit ihm mitmalen, dass sie sich nicht schlecht fühlen. Genau. Ich habe das Gefühl, ich würde gerade irgendwas hinbekommen. Ich drücke mal den Knopf. Wie räudig. Dieser Strich. Ah, hast du gehört? Ja. Yeah. Der sagt, ich soll das jetzt buchstabieren. Was ist denn der First Letter von Flower? F? Digga, ich rasiere dieses Game gerade komplett, aber ich muss mich jetzt nur beeilen, dass ich schnell das L finde. Okay. Weil es auf Zeit geht, oder was? Wie es mich immer lobt. Leute, das war's auf jeden Fall mit diesem TikTok-Video. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen. Vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren, denn wir machen jetzt viel coolen Content. Wie gesagt, viele bzw. fast alle von diesen Produkten könnt ihr jetzt auch in meiner Instagram-Story für euch ergattern. Deswegen schaut da gerne einfach mal vorbei. Ich denke mal, gerade so was wie diesen Roboter braucht auf jeden Fall jeder von euch zu Hause. Und wenn ihr auch irgendwie weitere verrückte Produkte habt, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare und vielleicht werden wir sie dann im nächsten Video. Wait for it. Richtig. Abonnieren.